Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Wetzolds Welt. Ich bin im Gespräch diesmal mit einem, ja, sehr besonderen Gast aus meiner Sicht, mit dem Parapsychologen Walter von Lukadu. Guten Tag, Herr Lu von Lukadu. Ja, guten Abend. Ja, uns verbindet mehreres, würde ich mal sagen. Das eine ist, dass wir beide über eine Doppeltausbildung sowohl in Naturwissenschaften als auch in den Geisteswissenschaften verfügen. Sie sind Psychologe und Physiker. Das ist ja eine wahrscheinlich recht exotische Kombination. Können Sie vielleicht kurz sagen, wie Sie dazu gekommen sind, sich diesen beiden Fächern zuzuwenden? Ja, das war mehr oder weniger von Anfang an geplant. Und zwar war es so, ich wollte ja eigentlich von vornherein Physik studieren. Das war immer klar. Das war mein Lieblingsfach in der Schule. Und ja, da war ich auch ganz erfolgreich. Und dann bin ich eben durch einen Zufall an dieses Buch von Hans Driesch geraten. Hans Driesch war ja Philosoph an der Universität in Leipzig. Er gehört zu den Neovitalisten. Das heißt, er war ja eigentlich Biologe. Und die Neovitalisten, die haben so ab 1900 zusammen mit Henri Bergson und anderen die Frage diskutiert, ob die Lebensvorgänge, ob die mit den Methoden der Physik und mit den Gesetzen der Physik ausreichend beschreibbar sind. Und Hans Driesch hat nun verschiedene Beispiele dafür gesucht. Er war der Meinung, dass das nicht geht. Die Vitalisten haben ja dann so eine Lebenskraft angenommen. Also er hat es Entelechie genannt, Henri Bergson Élan Vital. Und die Idee war, dass eben in der Biologie und vor allem dann auch in der Psychologie eben die Physik nicht ausreicht, um alle Phänomene zu beschreiben. Und Hans Driesch hat nun dann ein Werk geschrieben, in dem er Belege dafür anführt. Und es hieß Parapsychologie, die Wissenschaft von okkulten Erscheinungen. Und ich habe dieses Buch gelesen. Vorher hatte ich ein kleines Buch von Hans Bender gelesen, meinem späteren akademischen Lehrer. Das hat mich damals nicht so sehr überzeugt. Es waren halt so Berichte, wie ich sie heute am Telefon zu hören bekomme. Aber ich habe gedacht, naja, die Leute sind vielleicht, naja, lassen sich täuschen oder wundergläubig oder sonst was. Aber die Argumentation von Hans Driesch und vor allem seine wirklich sehr kritische Zugangsweise, er hat wirklich alle Fragen, die ich damals mir selbst gestellt hat, in diesem Buch abgehandelt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das will ich jetzt wirklich genau wissen. Und deswegen habe ich dann auch gleich geplant, sowohl also zunächst mal in Freiburg zu studieren, weil ich wusste, Hans Bender hatte dort einen Lehrstuhl für Grenzgebiete der Psychologie. Parapsychologie hat man immer ein bisschen vermieden, weil das Wort so in Misskredit geraten ist. Stammt aber auch von einem Kollegen von Hans Driesch, nämlich von Max Dessoir. Der war ebenfalls Philosoph in Berlin. Der hat das Wort geprägt. Naja, und ich wollte halt unbedingt diese Sachen verstehen. Und da habe ich mir sofort gesagt, da muss ich also erstmal richtig Physik studieren. Habe ja dann auch in Physik promoviert. Und dann habe ich aber systematisch nebenher Psychologie studiert und dann auch noch in Berlin in Psychologie promoviert. Und so habe ich dann sozusagen mit dieser doppelten Ausbildung zunächst mal an diesem Lehrstuhl, das war aber dann nicht mehr Hans Bender, der war da schon emeritiert, sondern Johannes Michaud, 5 Jahre lang so einen Forschungsassistentenjob gehabt. Und da habe ich dann die Experimente gemacht, die ich unbedingt machen wollte. Okay, also Sie sind ja, muss man vielleicht dazu sagen, Freiburg ist eigentlich deutschlandweit eigentlich das Zentrum der ja, parapsychologischen Forschung, kann man so sagen, gewesen über Das viele kann man sagen. Jahrzehnte, ne? Und deswegen, also wir haben es jetzt schon angesprochen, also Sie sind dann auch in die Parapsychologie gegangen oder mögen Sie diesen Begriff selbst nicht so oder ist der okay? Ja, es ist so, eigentlich war der ja ursprünglich, der wurde ja von Max Dessoir erfunden, 1889, glaube ich. Das war die Zeit, als die Psychologie als akademische Disziplin sozusagen an die Universität gebracht wurde. Die frühen Psychologen waren ja eigentlich Physiologen oder Philosophen, also wie zum Beispiel Wilhelm Wundt und Max Dessoir,
Fechner. Und damals hat man eine Frage diskutiert, die heute übrigens auch noch diskutiert wird, ob denn die Psychologie überhaupt eine Wissenschaft sein könne wie die Physik. Warum? Weil ja die Physik einen sogenannten objektiven Gegenstandsbereich hat, nämlich die Welt da draußen, wie die funktioniert. Und die kann man Ja, natürlich ja. untersuchen und kann den Untersucher weitgehend weglassen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Aber in der Psychologie ist es ja von vornherein klar, dass das nicht möglich ist, dass Ja. die Beschreibung der menschlichen Psyche erfolgt durch den Menschen selbst. Und da hat man sich dann gesagt, da gibt es dann methodische Probleme und hat sich hauptsächlich auf Sinnespsychologie, also Wahrnehmungspsychologie und Gedächtnispsychologie, kapriziert, weil man dachte, das ist noch am ehesten sozusagen in der Nähe der Physiologie und das kann man noch vergleichsweise physikalisch beschreiben Ja, und das ja. ist ja auch so. Und deswegen, Max Dessoir war aber ein sehr gelehrter Kopf, seine Bücher sind heute noch empfehlenswert und der hat, man würde sagen, ich würde sagen, das war der erste Kulturanthropologe und der hat natürlich gewusst, dass es ganz viele menschliche Erfahrungen gibt, die eben in diesen mehr physiologischen Bereich der Psychologie gar nicht hineinpassen. Und er wollte, dass die eben auch mit den üblichen Methoden der humanen Natur- und Sozialwissenschaften beschrieben werden. Und dann hat er einfach gesagt, aus pragmatischen Gründen, das tun wir jetzt in ein Nebenfach der Psychologie. Und damals hat man ja so alles griechisch ausgedrückt. Neben heißt Para und daher kommt dieser Begriff Ah ja, okay. Parapsychologie. Ja. Nun war es halt so, das ist ja sehr interessant, was die Parapsychologie untersucht. Gibt es Telepathie? Was ist Hypnose? Gibt es Nahtoderfahrungen? Wofür sind Träume da? Das sind alles Fragen, die frühen Parapsychologen interessiert hat, also die wissenschaftlichen. Ja. Aber die akademische Psychologie hat sich da nicht gleich drum gekümmert. Und deswegen war es dann so, dass die Anzahl der Wissenschaftler, die sich mit Parapsychologie befasst haben, vergleichsweise gering war. Aber das waren sozusagen die besten Köpfe der damaligen Zeit. Aber dann geriet es eben immer mehr sozusagen ins Interessensgebiet von Enthusiasten und leider muss man sagen auch Scharlatanen. Und die haben dann natürlich sozusagen das Image dieses Faches, naja, beschädigt. Und dann wollten eben die Profi-Wissenschaftler oder die Mainstream-Wissenschaftler eigentlich nichts mehr davon wissen. Und das wurde, also zu Benders Zeiten war das noch nicht so schlimm, aber durch diese New Age und Esoterikwelle ist es gewissermaßen richtig in Verruf geraten und da hat man richtig drunter zu leiden. Aber ich habe ja vor 30 Jahren diese Beratungsstelle hier eingerichtet, die parapsychologische Beratungsstelle, und ich habe mir gesagt, also einmal aus historischen Gründen und zweitens, weil es auch gar nicht gerechtfertigt ist, werde ich nicht auf diesen Begriff Parapsychologie verzichten. Und drittens, finden uns die Leute dann auch, denn Freiburg, wie Sie ja schon sagten, ist das Mekka der Parapsychologie. Hans Bender war sehr populär und sehr bekannt. Und da habe ich natürlich dann angeknüpft. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund. Natürlich denken die meisten Leute, Parapsychologie, naja, das sind so Spinner, ja, die glauben an Gespenster und sonst was. Und es schadet mir ja eigentlich gar nichts, denn die Leute, die einen Rat haben wollen, die sagen eigentlich immer zu mir, zuallererst, hätte ich es nicht selbst erlebt, ich würde es auch selber nicht glauben. Oder glauben Sie mir, ich bin nicht geistig gestört, ich bin nicht verrückt und ich leide nicht unter Drogen und solche Sachen. Das heißt, die Leute nehmen an, weil das Parapsychologie heißt, mir können sie sozusagen alles erzählen und das ist gut so und das dürfen sie auch. Während sie mir dann häufig sagen, wenn ich sie frage, haben sie das mal ihrem Arzt oder ihrem Apotheker oder ihrem Psychologen erzählt, dann kommt prompt die Antwort, nee, das kann ich dem nicht erzählen, der glaubt mir das ja nicht. Also ich erinnere mich mal, dass mein Vater mal, also mein Vater ist auch Psychologe gewesen, und er hatte mal eine Diplomarbeit gemacht, bei der er Fragebogen hat ausfüllen lassen von Probanden, inwieweit sie selbst schon irgendwie paranormale Erlebnisse hatten. Und die Auswertung hatte tatsächlich ergeben, dass der Anteil relativ hoch ist in der Bevölkerung, die irgendwas
berichten können, von wegen, ja, das ist aber jetzt ein merkwürdiger Zufall, das kommt mir jetzt irgendwie nicht ganz koscher vor oder da ist jetzt irgendwas, was ich mir normalerweise nicht erklären kann, ja. Also es ist wohl tatsächlich so, dass so die normalen Menschen nicht selten irgendwelche Erfahrungen haben, die sie dann in parapsychologischer Hinsicht vielleicht interpretieren würden, ne? Ja, das muss man wieder auf dem geschichtlichen Hintergrund sehen. Also die paranormalen Erfahrungen, sage ich jetzt mal, oder das, was Menschen mit dem Begriff Parapsychologie verknüpfen, das ist natürlich ubiquitär. Das gibt es in allen Kulturen, das gibt es überall, wo Menschen sind. Also es gehört einfach so zu Menschen dazu. Aber seit der Aufklärung oder vielleicht noch etwas weiter vorher mit Newton hat man eben geglaubt, dass man die Welt komplett physikalisch versteht, also physikalisch alles erklären kann. Also der Mensch als Maschine. Und das war ja dann eine Reaktion von Hans Driesch drauf. Und es gab schon mal früher eine Reaktion, das war in der Romantik. Und das hat sich aber in unserer Zivilisation, ich will nicht sagen Kultur, nicht durchgesetzt. Und deswegen ist es eigentlich ein Spezifikum hier unserer europäischen Kultur. Ich habe mal einem brasilianischen Gast, der war also Rechtsanwalt, also ein gelehrter Herr, erzählt, der hat mich so gefragt, das war bei einer Party, was ich so mache. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich eine parapsychologische Beratungsstelle leite. Und er hat mich total verblüfft angeschaut und hat gesagt, für was braucht man denn sowas? Das gibt's doch, das ist doch jedermann bekannt. In Brasilien sieht es ganz anders aus. Da wird es sozusagen akzeptiert, dass es solche Erlebnisse gibt. Natürlich auch einen anderen kulturellen Hintergrund und vielleicht in Indien auch. Also deswegen ist es eigentlich eher kulturbedingt, dass die Parapsychologie hier vor allem eben in den westlichen Kulturen so ein schlechtes Image hat. Also das wäre jetzt noch eine Frage hier gewesen auf meinem Zettel. Wie würden Sie denn den Status der Parapsychologie so innerhalb der Psychologie einschätzen und wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten vielleicht verändert? Also wir haben das schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht, dass Sie es nochmal Ja, zusammenfassen. also zunächst mal hat ja die Parapsychologie, jetzt sage ich mal ein bisschen provozierend, den Fehler gemacht, sozusagen die Physik zu kopieren. Also man wollte es päpstlicher als der Papst sein und hat deswegen ganz strenge Methoden angewendet. Es war vor allem der amerikanische Biologe J.B. Ryan. Der war Professor an der Universität in Durham und der hat die statistische Methode eingeführt. Ich meine, vorher gab es auch schon Experimente, aber die waren eher qualitativ, um zu überprüfen, ob es Telepathie, Hellsehen, Präkognition und Psychokinese gibt. Das waren die drei oder vier Kategorien, die man untersuchen wollen. Und es sind natürlich Kunstworte, die wenig mit der Realität zu tun haben. Aber heute ist das Wort Telepathie, was wörtlich übersetzt Fernfühlen heißt, eigentlich ziemlich populär und jeder weiß ungefähr, was das ist. Also das heißt, jemand erlebt etwas und jemand anders, der mit ihm vielleicht sehr verbunden ist, wie zum Beispiel Mutter-Tochter-Verhältnis, Kind hat einen Unfall, die Mutter kriegt es unmittelbar mit und reagiert darauf, ohne dass sie es eigentlich wissen kann. Das wäre dann Telepathie. Manchmal träumen Menschen oder haben Gefühle, Dinge, meistens ebenfalls Unfälle voraus und sind dann fürchterlich irritiert, wenn das tatsächlich so eintritt, wie sie es im Traum gesehen haben. Das wird dann als Präkognition bezeichnet. Und manchmal nehmen Menschen eben auch Dinge wahr, die keiner wissen kann. Also sie sagen, ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen und plötzlich habe ich eine Landschaft gesehen, wo ich mit Sicherheit noch niemals war, aber ich wusste, wenn ich um die nächste Ecke fahre, dann ist da ein Gasthaus mit grünen Fensterläden und ähnliches. Und auch sowas wird erlebt. Und dann gibt es eben diese sogenannten Spukfälle, wo physikalische Reaktionen auf psychologische Situationen passieren. Und das wird dann als Psychokinese oder als Telekinese bezeichnet. Und So jetzt muss ich gleich wieder. landläufig so Poltergeistphänomene oder sowas. Ja, Poltergeist. Ja, Im okay. Englischen wird es als Poltergeist bezeichnet, im Deutschen als Spuk. Das ist Ja, interessant, ja. okay.
Im Englischen hat man übrigens zwei verschiedene Begriffe. Da gibt es einmal den Poltergeist, der hängt mit den Menschen zusammen, und dann gibt es die Hauntings, also die mit dem Ort zusammenhängen sollen. Also das sind ja Okay. alles Konstrukte, also Begriffe, die ein bestimmtes Modell beinhalten. Und jetzt wird es nämlich interessant. Bei den Begriffen wie außersinnliche Wahrnehmung, also Telepathie, Hellsehen und Präkognition, wird ja angenommen, es gibt sozusagen eine Informationsquelle, die mir eigentlich nicht zur Verfügung steht, also zum Beispiel, was jemand anders erlebt Ja. oder was irgendwo anders passiert oder was in der Zukunft passiert. Und trotzdem gibt es darüber eine Information als Traum, Vision oder als Gefühl. Ja. Und da gibt es jetzt so ein Modell. Es gibt also sozusagen eine Quelle, das ist der Sender, und es gibt einen Empfänger. Und das ist natürlich nach dem Signalmodell, also der Telegrafie damals, nachempfunden. Und bei Psychokinese ist es ähnlich. Da wird davon ausgegangen, dass also vom Menschen irgendwie eine rätselhafte physikalische Kraft ausgeht, die dann die Physik durcheinander bringt. Und diese beiden Konzepte, die nennt man heute das Ryan'sche Paradigma, also weil Ja. das auf G.B. Ryan zurückgeht. Und er hat nun versucht, mit statistischen Methoden, ganz einfachen, aber sehr klar durchdachten Experimenten, eben diese Modalitäten nachzuweisen. Er hat ja 1943, glaube ich, sein Buch publiziert, The Reach of the Mind, die Reichweite des menschlichen Geistes, wurde auch aufs Deutsch übersetzt, worin er also der Meinung war und es also auch empirisch belegt hat, dass es diese Modalitäten eben gibt. Aber da fing eigentlich die Entwicklung erst an. Ja, und heute kann man sagen, wird immer deutlicher, dass dieses Ryan'sche Paradigma nicht ausreicht, um diese Phänomene zu erklären, und dass es auch wieder zu Widersprüchen führt. Wie ist das denn? Also ist man, wenn man sich mit derartiger Forschung beschäftigt, ist man dann innerhalb der Psychologie ein Außenseiter? Also gibt es da viele Kolleginnen, die da irgendwie die Nase rümpfen oder wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Ja, gut. Ja, also es gibt natürlich, ist man in einer gewissen Weise ein Außenseiter, aber es ist ganz unterschiedlich. Auch da muss man differenzieren. Also es gibt natürlich, sagen wir mal, wütende Skeptiker, die auch mich regelmäßig mit Shitstorms überschütten. Aber das interessiert mich überhaupt nicht. Was mich interessiert, das sind Wissenschaftler, die kritische Fragen stellen. Und das ist das Wichtigste in der Wissenschaft, dass man nicht einfach irgendwas glaubt, sondern dass man die Dinge hinterfragt Ja. und die Experimente, die gemacht werden, auch diskutiert und die theoretischen Modelle ebenfalls. Ja. Da muss ich sagen, habe ich eigentlich kein Problem mit den meisten Kollegen, entweder aus der Physik oder aus der Psychologie. Interessanterweise sind die Physiker meistens sogar noch ein bisschen offener für solche Fragen. Naja, das kommt natürlich nicht von ungefähr, denn sie haben Ja. ja nun im letzten Jahrhundert zweimal erleben müssen, dass sozusagen ihr Weltbild komplett vom Kopf auf die Füße gestellt wurde. Und das führt zu einer gewissen Offenheit, dass man auch nicht einfach so denkt, wie manche Psychologen das tun, dass man sagt, naja, wir haben letztendlich mit der Physik die Welt schon erklärt. Und jetzt müssen wir eben die Physik auf die Psychologie übertragen, und dann haben wir das auch in der Kiste. Also ich glaube aber, diese Meinung, die wird nicht mehr von vielen Working Scientists vertreten. Aber, und jetzt kommt ein anderer Aspekt dazu, der ein bisschen schade ist. Heute ist ja die Forschung weitgehend, ich nenne es immer, industrialisiert. Das heißt, es ist nicht mehr so wie zu Hans Drieschens Zeiten oder Otto Hahn oder so, dass ein einzelner Wissenschaft irgendetwas macht, ein einzelner Wissenschaftler irgendeiner Fragestellung nachgeht und dann was publiziert und dann denke an Einstein, ist ein neues Ja. Paradigma oder eine neue Theorie da.
Heute wird ja in großen Teams gearbeitet und es gibt eben sozusagen diese großen Mainstream-Forschungseinrichtungen. Und ich habe ja nun mehrfach versucht in meinem Leben, Forschungsmittel, zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, für meine Fragestellungen zu bekommen. Und da stellt sich eben heraus, dass alles, was nicht Mainstream ist, eigentlich nicht gefördert wird. Ja. Und daran krankt eigentlich die Parapsychologie. Sie krankt nicht so sehr an Vorurteilen, sondern sie krankt daran, dass sie kein Geld hat. Nun muss man auch da was dazu sagen. Hier in Freiburg leben wir in einer gewissen Weise sozusagen auf der Insel der Seligen, weil das ehemalige Institut von Hans Bender, das IGPP, das wurde ja durch eine private Stiftung so großzügig und gut versehen, mit Geldmitteln versehen, dass da wirklich sozusagen die Musik spielen kann. Also da wird auch wirklich Forschung gemacht und da bin ich sehr froh darüber. Ja, hat sich da auch in der Öffentlichkeit oder vielleicht auch bei den Menschen in den letzten Jahrzehnten, was diese Einstellung zu diesen Themen anbelangt, auch was verändert? Sehen wir da eine gewisse Dynamik? Ist man heute aufgeschlossener, war man früher aufgeschlossener oder wie würden Sie da den Ja, Zeitgeist also einschätzen? was die Öffentlichkeit betrifft, da muss man eben unterscheiden. Einmal, wenn man sozusagen das La sogenannte Laienpublikum, das sind ja auch gebildete Menschen, aber die haben häufig keine großen Probleme. Also das merke ich ja an der Resonanz, die die Beratungsstelle hat. Die findet sehr viel Zustimmung und zwar im In- und Ausland. Mit Ausnahme, naja, von Behörden, wir wurden ja über 30 Jahre vom Land Baden-Württemberg finanziert, aber da sind eben jetzt neue Leute eingezogen, die das Sagen haben und die wollten das nun partout nicht mehr haben. Also wurde es dann sozusagen die Förderung eingestellt. Naja, aber das ist mehr, sagen wir mal, ja, Kontingent. Es hätte genauso gut anders sein können. Das besagt nicht viel. Aber natürlich ist die Nachfrage nach wie vor groß und das hängt mit zwei Dingen zusammen. Einmal natürlich mit diesen ganzen Angeboten, die im Internet sind, zu esoterischen Fragen. Da gibt es ja wahnsinnig viele Angebote, die zum Teil auch sehr teuer sind. Und wir sind tatsächlich sowas wie eine Verbraucherberatungsstelle. Also da kann man sich erkundigen, ob eben das eine oder andere Angebot auch was wert ist. Und die zweite Sache ist die, dass natürlich die Menschen so langsam feststellen, dass ja diese ungeheuren Fortschritt, den die Mainstream-Wissenschaft gemacht hat, sich aber nicht nur zum Wohle der Menschheit ausgewirkt hat. Also wenn man an die ganzen Sünden des Wohlstands und der Technik denkt, dann werden die Leute zunehmend kritischer und es äußert sich natürlich auch darin, dass man nach Alternativen sucht. Und dann gibt es natürlich noch letztendlich auch, ja, das muss ich sagen, wir sitzen da wirklich zwischen allen Stühlen, eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit. Und paradoxerweise interessieren sich diese Leute dann wieder für solche Fragen, weil sie denken, das sei sozusagen sowas wie eine Antiwissenschaft. Aber das stimmt natürlich nicht. Die Parapsychologie ist häufig in vielen Punkten päpstlicher als der Papst, arbeitet mit sehr präzisen Methoden. Warum? Weil sie ja sozusagen ständig unter Ja, Beschuss weil steht. sie hatten einen höheren Rechtfertigungsdruck, ne? Und Ja, genau. ja. Gut, dann möchte ich mal so ein bisschen auf die Kernthematik zu sprechen kommen, die wir uns vorgenommen haben. Jetzt haben wir so ein bisschen das Feld abgesteckt. Ich meine, ich bin ja wie Sie auch Physiker und habe auch eine geisteswissenschaftliche Ausbildung, insoweit als ich noch einen Doktor in der Philosophie auch gemacht habe. So gesehen habe ich auch diese beiden Standpunkte der Geisteswissenschaft und der Naturwissenschaft. Und das ist mal das seltene Glück, dass zwei so ja, Chamäleons zusammentreffen. Und da Ja. muss man natürlich dann gleich auch mal in medias res gehen. Ich meine, Sie haben es schon angesprochen, unser physikalisches Weltbild ist ja heute bedingt durch die Relativitätstheorie, vor allem aber durch die Quantenmechanik, ja doch ein ganz anderes als noch vor 100 Jahren. Naja, wobei 100 Jahre, 150 muss man jetzt langsam schon sagen, ne? Als eben der große, der spektakuläre Erfolg der Mechanik dann übertragen werden konnte auf die Elektrodynamik. Das war ja sozusagen der Triumph des deterministisch-kausalistischen Denkens.
Was ja auch beeindruckend war, man hat dann Sachen wie elektromagnetische Wellen ja theoretisch einfach voraussagen können, dass es sie gibt und heute nutzen wir sie technisch, ja. Also das war natürlich sehr, sehr eindrucksvoll für die Menschen der damaligen Zeit und natürlich auch die Industrialisierung, die technische Revolution, das hat natürlich die Menschen schwer beeindruckt und das ist klar, dass das im 19. Jahrhundert dann dazu geführt hat, dass dann auch ja im Vulgärmaterialismus und eine ganz eng praktisch an die Physik angelehnte Sichtweise, auf die damalige Physik angelehnte Sichtweise sich auch irgendwo popularisiert hat, ne? Was dann ja beispielsweise auch Marx beeinflusst hat und so weiter, ja. Und das alles auf dem Höhepunkt der Triumph kam ja dann sozusagen der Umschlag in, na, ich will nicht sagen ins Gegenteil, aber dann doch mit der Quantenmechanik die Einsicht, dass also in der Welt des ganz Kleinen doch die Welt sehr anders aussieht, ja. Dass wir eben kein deterministisches Weltbild mehr so ohne weiteres vertreten können und dass wir eben tatsächlich prinzipielle Erkenntnisgrenzen hier irgendwo haben. Also dass wir das mit einem Bemühen noch genauer zu messen, da nichts zu machen ist, dass das wirklich eine fundamentale Theorie inhärente Unschärfe ist, mit der wir es zu tun haben. Also beispielsweise Ort und Impuls, die eben sich nicht beliebig scharf messen lassen, die man aber nach klassischem Verständnis eben beide beliebig scharf bräuchte, um wirklich deterministische Aussagen machen zu können. Also sprich, die Quantenmechanik macht letztendlich dann nur noch Wahrscheinlichkeitsaussagen und die Frage ist natürlich sehr groß, was ist jenseits dessen, was wir hier mit den Theorien aussagen können, ist da nur sowas wie Zufall oder gibt es da auch noch mehr? Ja, es hat ja Versuche gegeben, da auch sozusagen den Determinismus auch wieder noch zu rechnen, so mit der bohmschen Interpretation der Quantenmechanik. Aber wir wissen heute, wenn ich das richtig rekapituliere, dass wir im Grunde genommen, dass es keine klassisch lokal deterministische Theorie der verborgenen Parameter ja geben kann. Ja, was ja eigentlich nochmal unterstreicht, dass wir hier wirklich eine harte Grenze haben dessen, was wir im Sinne der unserer bisherigen mathematisch beschreibenden Naturwissenschaft beschreiben können. Ja. Und im Grunde genommen ist die Frage bis heute ja offen, was jenseits dessen ist, ob es da noch was gibt oder wenn es was gibt, dann muss es doch irgendwie ganz anderer Art sein als das, was wir eben durch unsere bisherige Physik erforscht haben, was unsere Theorien eben so hervorgebracht haben, sodass man im Grunde genommen, so ist das zumindest mein Verständnis, der Glaube in metaphysischer Hinsicht, der jenseits dessen eben noch Dinge postuliert, eigentlich im 20. Jahrhundert wieder deutlich freimütiger zu Werke gehen kann, als das vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts der Fall war. Würden Sie das ähnlich sehen, wie ich das geschildert habe? Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich richtig. Wobei man jetzt noch Folgendes mit berücksichtigen muss. Es geht nämlich noch um eine weitere Frage. Die erste Frage ist natürlich sozusagen die philosophischen Grundannahmen der klassischen Physik, eben vollständiger Determinismus und so weiter, absoluter Raum, absolute Zeit. Und die haben sich eben empirisch, das ist ein empirischer Befund, als obsolet erwiesen. Und das hat natürlich zu philosophischen Diskussionen geführt, weil bestimmte grundlegende Annahmen der Philosophie, wie zum Beispiel die Natur macht keine Sprünge, macht keine Sprünge und das hat ja Max Planck vor allem sehr aufgeregt, weil das bedeutet, dass Dinge passieren, die gewissermaßen keine richtige Ursache haben. Das Zweite war dann, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, die Entdeckung der Nichtlokalität, dass es also Zusammenhänge gibt, die quasi kausal erscheinen, aber es nicht in Wirklichkeit sind. Das ist aber alles, kann man immer noch sagen, Physik. Und die Physik ist ja trotzdem, also es wird ja häufig gesagt, die Quantenphysik, ja, die sagt aus, dass wir die Welt nicht sehr genau beschreiben können oder dass es Grenzen der Beschreibung gibt. Das Interessante ist ja, dass die physikalischen, also die Aussagen der Quantenphysik zum Teil wesentlich genauer, also auf 12 Stellen nach dem Komma herauskommen,
als zum Beispiel eine klassische Berechnung, weil die Quantenphysik ja nicht unscharf in dem Sinne ist, dass sie ungenaue Ergebnisse bringt, sondern sie ist in einem philosophischen Sinne unscharf, weil eben nicht deterministische Ereignisse vorkommen und weil nicht Lokalität auftritt. Soweit könnte man sagen, ist es ein rein physikalisches. Und das wird mir auch immer vorgeworfen. Es wird immer gesagt, ja, der Lukacs, der geht hin und verwendet die Quantenphysik in einem Bereich, nämlich der Psychologie, wo sie gar nicht hingehört. Die Psychologie betrifft ja Systeme, und jetzt kommt das nächste wichtige Wort, nämlich Systeme, also Systemtheorie, betrifft Systeme, die makroskopisch sind und in der makroskopischen Welt, so sagen die Kritiker, gilt ja weitgehend die klassische Mechanik oder die klassische Physik. Nun muss man dazu sagen, das beinhaltet also jetzt sozusagen zwei Aspekte. Das eine ist, sind die Erkenntnisgrenzen oder epistemische Grenzen der Quantenphysik und in einer gewissen Weise auch der Relativitätstheorie. Und das zweite ist, kann man die Physik auf die Psychologie anwenden? Also gilt ein reduktionistisches Modell. So, und da hat nun, also der Reduktionismus, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt mit Hans Driesch, der steht ja immer auf dem Prüfstein. Und also ich finde jetzt zum Beispiel eine Aussage von einem theoretischen Physiker wie Hans Primas, der ja auch Physikochemiker war, der hat mal Folgendes gesagt: man könne noch nicht mal den Begriff der Valenz anständig auf die Physik reduzieren. Also das hat er so gesagt. Das heißt also, wir haben noch ein zusätzliches Problem, nämlich das Problem des Reduktionismus. Und da setzt nun das an, was ich nun natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit anderen Wissenschaftlern für die Parapsychologie sozusagen aus der Quantenphysik heraus gelernt habe. Aber das ist keine Quantenphysik. Also das wird mir zwar immer vorgeworfen, aber ich kann wirklich sagen, dass ich schon bereits 1966 in einem Aufsatz explizit geschrieben habe, dass die Quantenphysik die paranormalen Phänomene nicht erklärt. Das kann jeder nachlesen. Und ich habe das auch immer wieder betont. Aber, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Ich gehe nämlich von einem systemtheoretischen Modell aus. Ich meine, die Systemtheorie, das muss man auch mal dazu sagen, die wurde ja von der Wiener Schule sozusagen entdeckt oder entwickelt, vor allem Ludwig von Bertalanffy, das war ein Biologe, und der hat eben festgestellt, was auch richtig ist und was heute immer noch eine große Rolle spielt, dass viele Gesetze, Gesetzmäßigkeiten, die man zum Beispiel in der Biologie findet oder in der Soziologie oder meinetwegen in der Zoologie, dass die sozusagen formal, mathematisch formal mit ganz bestimmten physikalischen Gesetzen übereinstimmen, zum Beispiel Schwingungsgleichungen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel den, was gibt es da so, ein Zyklus zwischen Mäusen und nee, zwischen Hasen und Füchsen, die Populationen schwanken immer regelmäßig, und das kann man mit einer Schwingungsgleichung beschreiben, die ziemlich genau einer physikalischen Schwingungsgleichung entspricht. Und nachdem Bertalanffy das entdeckt hat, dass diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten auch in Systemen auftreten, die von ihrem Substrat, wenn man so sagen will, gar nicht physikalisch sind, da hat er gesagt, okay, wir können eigentlich die Natur nur in Systemen beschreiben, die wir vorher definieren. Und so gehe ich genau vor. Also mein Zugang zur Parapsychologie ist ein systemtheoretischer. Und was hat das jetzt für Vorteile? Der Vorteil besteht erstmals darin, dass man natürlich bei der Systemtheorie erstmal klar definieren muss, wovon man spricht, also wie das System definiert wird. Und das ist, in der Physik wird es sozusagen einfach so mal angenommen, also als selbstverständlich betrachtet, dass das die unbelebte Natur ist. Aber wenn man sich mit Parapsychologie befasst, stellt man sehr, sehr schnell fest, dass man das präzise sagen muss, worum man sich da kümmert. Und das Zweite ist,
dass man kein Substrat, kein reduktionistisches Substrat annehmen muss, dass man auf einer Beschreibungsebene, die nicht unbedingt eine physikalische ist, trotzdem Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten finden kann. Und da haben wir eine ganze Menge gefunden, die dann auch einen Erkenntnisgewinn vermitteln, ohne dass ich jetzt alles auf die Physik reduziere. Und ich bin sogar der Meinung, das kann kein Mensch sagen, ob das jemals gelingen wird. Also die Neurowissenschaften, die so 19, ich glaube, nee, 2004 oder nee, 14 war, das ist dieses berühmte Manifest, wo also die Neurowissenschaftler gesagt haben, so jetzt haben wir eigentlich, wenn wir das Gehirn physiologisch im Griff haben und da alle Sachen gut verstehen, dann haben wir auch die Psychologie im Kasten. Also das ist längst vorbei, diese Auffassung. Es gibt ja sicher noch Leute, die das glauben, aber ein ernstzunehmender Psychologe nimmt das, glaube ich, nicht mehr an. Also so, und jetzt kann ich ja dann mal erklären, wie man da vorgeht und was dabei herausgekommen ist. Ja, ich wollte noch, können wir gleich machen. Ich wollte noch was sagen zum Thema Reduktionismus, um das auch mal noch mal ein bisschen zu erläutern. Also, das ist die Vorstellung, dass ja, alles beruht auf Physik, das führt dann zur Chemie und das führt dann zur Biologie. Das sind sozusagen einfach nur verschiedene Abstraktionsstufen, aber letztendlich ist alles durch die bekannten physikalischen Gesetze beschreibbar. Alles kann darauf zurückgeführt werden. Das ist also dieses Begriff Reduktion. Ist natürlich, insoweit man diese Reduktion dann nicht wirklich vollzieht, ja immer auch ein Stück weit Spekulation. Und das ist ja doch in den allerwenigsten Fällen wirklich möglich. Also jetzt praktisch mit wirklich Differentialgleichungen versuchen, ein Gehirn zu beschreiben, das ist ja, also das wird auch in 100 Jahren nicht möglich sein. Ne? Man war natürlich sehr beeindruckt durch die bildgebenden Verfahren und hat dann natürlich auch neue Erkenntnisse gehabt, aber dann ist man natürlich, wie das oft so ist, wenn neue Techniken da sind, werden sie erstmal hoffnungslos überbewertet. Und ich glaube, das war auch vor 10 Jahren mit der Neuropsychologie nicht viel anders. Also ich hab auch schon ein Buch zur Neuropsychologie gelesen und war doch ein bisschen enttäuscht darüber, wie gering die Korrelationskoeffizienten sind und wie wenig wirklich dann, also von dem, was man so populär, sag ich mal, kennt, an irgendwie Erkenntnisanspruch, der so populärwissenschaftlich transportiert wird, ist es dann doch irgendwie relativ enttäuschend, was dann da wirklich bei rumkommt, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut. Ja, genau. Also ich vergleiche das immer so. Ich sage, das ist so, wie wenn man im Radio ein schönes Konzert von Mozart hört und dann die Güte des Konzerts am Gewicht vom Radio erfassen will. Da hat sicher was miteinander zu tun, denn ein gutes Radio mit guten Lautsprechern trägt sicher auch ein bisschen dabei und die wiegen ja was. Aber das wird auf keinen Fall den Mozart erklären. Auch eine Fourier-Analyse wird uns nicht viel weiterbringen, warum wir Mozart, warum der so ein genialer Musiker war und warum das so unendlich schön ist. Also da sieht man eigentlich sofort ein, dass man diese Qualitäten natürlich nicht reduktionistisch erfassen kann. Also, oder beim Bild, da kann ich natürlich die Farben chemisch analysieren und die Leinwand und gucken, wie die einzelnen Farben zustande kommen. Das ist alles schöne Physik, aber es wird überhaupt nicht erklären, ob das Bild jetzt ein Kunstwerk ist oder eben nur einfach eine Farbkleckserei. Also gut, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber zu reden, aber ich will mal kurz erklären, was die Idee war, mit der Physik anzufangen. Und zwar habe ich das in einem Aufsatz schon 1972 geschrieben. Das war ungefähr 20 Jahre, bevor man innerhalb der Parapsychologie oder bevor die Wissenschaftler, die sich dafür interessiert haben, auf die Idee gekommen sind, diese sogenannte verallgemeinerte Quantentheorie zu entwickeln. Die wurde 2002 wurde die publiziert in Foundations of Physics. Das ist so ein wissenschaftliches, gut anerkanntes Fachblatt, was sozusagen auf der Schnittstelle zwischen Philosophie und Physik Operiert, ja. Arbeiten bringt. Ja, das ist sehr lesenswert. Und in diesem Journal haben drei Autoren, Harald Admansbacher, Hartmann Römer und Harald Warlach, eben ein Artikel über die sogenannte
Da haben es damals weak, also schwache Quantentheorie genannt. Ist ein bisschen ungeschickt. Ein Physiker weiß sofort, was damit gemeint ist. Nämlich eine schwache Theorie ist nicht eine Theorie, die nichts erklärt, sondern die ist sehr allgemein. Also schwache Theorien sind sehr allgemeine Theorien. Deswegen wurde das dann später abgeändert und man spricht jetzt heute von der generalisierten Quantentheorie. So, jetzt möchte ich mal kurz erklären, um was es dabei geht. Und das Erstaunliche ist, dass das eigentlich so einfach ist, dass man sich fragen muss, warum ist man eigentlich nicht schon Höher viel, viel drauf früher gekommen, drauf ja. gekommen. Es gab natürlich schon so ein paar Ansätze von Delbrück, von Schrödinger und so weiter, die in die ähnliche Richtung gehen, auch vor allem von Wolfgang Pauli, aber so richtig am Stück und formal korrekt wurde das erst von diesen Autoren publiziert. Und der Hauptautor ist Hartmann Römer, der ist Ordinarius für theoretische Physik hier in Freiburg gewesen. Jetzt ist er emeritiert. Nun, um was geht es dabei? Die Autoren und ich auch selbst haben sich immer gefragt, ich habe es schon eben angedeutet, warum ist es eigentlich so in der Physik, dass die Quantentheorie eine so ungeheuer erfolgreiche Theorie ist, dass sie in allen Bereichen der Physik, also nicht nur in der Mechanik, in der Optik, in der Elektrolehre, in der Akustik, in der Festkörperphysik, in der Thermodynamik, ja sogar in der Kosmologie, richtige Voraussagen macht. Das ist eine ganz erstaunliche Sache, weil ja sozusagen die Phänomene, worauf sich diese Theorie bezieht, aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, phänomenal und offensichtlich auch gar nicht so sehr von der Größe abhängen, sondern es scheint so eine faszinierende Theorie für alles zu sein. Und da haben nun die Autoren sich vorhin überlegt, die haben gesagt, da muss es in der Quantentheorie bestimmte systemische Strukturen geben, die so allgemein sind, dass sie eben sozusagen solche unterschiedlichen Bereiche gut beschreiben können. Und dann, was dann Hartmann Römer gemacht hat, das finde ich wirklich genial. Er hat dann gesagt, so, wir lassen jetzt alles weg aus der Quantenphysik, was physikalisch ist. Wir sprechen also nicht über Physik, sondern wir sprechen nur über Strukturen. Und dazu braucht man zunächst mal nur ganz wenige Begriffe. Den ersten Begriff, den hatte ich ja schon genannt, das ist der Begriff des Systems. Ein System ist alles, worüber ich sinnvollerweise sprechen kann. Wenn ich nicht drüber sprechen kann, dann gilt Wittgenstein, dann muss ich halt schweigen. Ja, also Dinge, über die ich sinnvollerweise sprechen kann, die ich vielleicht beschreiben kann, wo ich vielleicht sogar mathematische Modelle machen kann, aber auch solche Sachen, wo ich einfach so wie mit Ihnen irgendwie vernünftigerweise rede, solche Dinge, die bezeichnen wir als System. Also bei einem System kann man immer angeben, worüber man spricht. Und natürlich hat jedes System seinen Autor. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel die Universität als System betrachte, als Wirtschaftssystem oder als Lerninstitut oder als Gebäude oder als Bildungseinrichtung. Das hängt jeweils von dem ab, was ich beschreiben will. Und dann kann ich eben meine Beschreibung vornehmen. Und natürlich kann ich Systeme miteinander vergleichen, kann sie erweitern oder einschränken. Das heißt, der Begriff des Systems ist eigentlich sehr allgemein, aber auch sehr präzise. So. Jetzt der nächste Begriff, den ich brauche, ist, dass Systeme, die ich beschreibe, die befinde ich natürlich immer in irgendeinem Zustand. Also ein Zustand kann zum Beispiel die Raumtemperatur sein, wenn ich mich für die Thermodynamik interessiere. Oder ich denke jetzt wieder an die Universität, die Anzahl der Studenten in einem Hörsaal. Das kann zum Beispiel ein Zustand des Systems sein und so weiter und so fort. So. Und in der Physik, klar, der Ort eines Teilchens oder die Geschwindigkeit oder der Impuls eines Teilchens. So, diese Zustände, die beobachtet man. Und dazu braucht man etwas. Und das ist jetzt der dritte Begriff, den man braucht. Das ist der Begriff der Observable. In der klassischen Physik hat man immer geglaubt, dass die observablen Eigenschaften
der Objekte sind, die man beschreibt. Also man hat gesagt, zum Beispiel ein Teilchen hat die Eigenschaft, an einem bestimmten Ort zu sein oder hat die Eigenschaft, an einem bestimmten, eine bestimmte Geschwindigkeit zu haben. In der Quantenphysik spricht, ist man etwas vorsichtiger. Da spricht man von Observablen. Das heißt, man spricht nicht von einer Eigenschaft, sondern man spricht davon, was man gemessen hat. Und um so eine Messung vorzunehmen, muss ich was tun. Und das steckt in dem Begriff Observable drin. Also Observable heißt, es ist etwas, was ich beobachte und zu dieser Beobachtung muss ich etwas tun. Also ich nehme jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Ich möchte jetzt hier die Länge meines Schreibtisches messen. Dazu brauche ich etwas, das kann ich nicht einfach so machen, da muss ich ein Maßband nehmen, einen Zollstock, den anlegen, dann mache ich eine Messung und dann sage ich, aha, der Schreibtisch ist 1,20 Meter lang. So, so weit, so gut. Ich musste was tun und jetzt habe ich sozusagen den Zustand des Schreibtisches festgestellt, dadurch, dass ich diese Messung gemacht habe. Es gibt aber auch zum Beispiel eine andere Messung, wie zum Beispiel die Messung, dass ich wissen will, wie schwer der Schreibtisch ist. Dann stelle ich den auf eine Waage. Auch da muss ich was tun. Also Observablen sind immer etwas, wo ich was präparieren muss, wo ich was machen muss. Die Natur selber liefert keine Observablen. Die macht der Mensch. Ja, also gut, ja, ja. Ich stelle jetzt den Schreibtisch auf eine Waage und stelle fest, dass er so und so viel Kilogramm wiegt. Soweit ist das überhaupt kein Problem. Jetzt kommt was Wichtiges. Wenn ich jetzt die Länge des Schreibtisches bestimme, dann kann ich diese Messung machen und wenn ich anschließend das Gewicht bestimme, kann ich auch die Messung machen und dann schreibe ich die auf und dann habe ich meinen Zustand des Systems Schreibtisch. So, jetzt kann ich es natürlich auch umgekehrt machen. Ich kann zuerst das Gewicht messen und dann die Länge. Naja, und was werde ich erwarten? Da kommt natürlich das Gleiche raus, mit einer gewissen Messgenauigkeit. So, und jetzt gibt es was Erstaunliches, und das hat man zuallererst in der Physik entdeckt. Man hat nämlich festgestellt, dass es Observablen gibt, wie zum Beispiel den Ort eines Teilchens und die Geschwindigkeit eines Teilchens, wo was Unterschiedliches rauskommt, je nachdem, in welcher Reihenfolge man die Messung dieser Observablen misst. Also, man nennt es Nichtvertauschbarkeit. Also, wenn ich die Observable Ort messe und anschließend die Observable Geschwindigkeit, kriege ich was anderes raus, wie wenn ich es umgekehrt mache. Und das ist etwas Erstaunliches und das hat auch Konsequenzen. Man nennt solche Observablen komplementär. Das ist übrigens ein Begriff, das sollte man mal hier erwähnen, der ursprünglich, der wird immer gesagt, der stammt von Niels Bohr, aber er stammt eigentlich von William James, also von einem Psychologen. Mhm. Der hat sich nämlich mit dem Niels Bohr ausgetauscht und der Niels Bohr hat ihm das Problem geschildert und hat gesagt, wie kann man das nennen? Und da hat er eben den Vorschlag gesagt, das könnte man Komplementarität nennen. Okay. Ja, ja. Komplementarität meint also nichts anderes, als dass ich zwei Messungen mache von zwei verschiedenen Observablen und was anderes rauskriege, wenn ich die Reihenfolge umdrehe. Soweit einfach nur eine Definition. Ja, ja, ja. Aber jetzt kommt die Frage, was hat das für Konsequenzen? Also in der Physik gibt, das muss man immer empirisch bestimmen, also gibt es eine ganze Reihe von Observablen, die diese Eigenschaft haben, zum Beispiel Spins und Gesamtspin und so weiter. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Jetzt fragen wir uns mal, in der Psychologie, gibt es da auch solche Observablen? Tja, natürlich, die gibt es viel häufiger als in der Physik. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache immer ein schönes Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel einen Test machen, also eine Messung ihrer Intelligenz. Ja, dann würde ich Ihnen jetzt einen Fragebogen geben und dann eine Stoppuhr dabei und dann müssten Sie komplizierte Aufgaben lösen und ich würde Ihnen sozusagen mit der Stoppuhr sozusagen die Zeit vorgeben und da würden Sie ganz schön ins Schwitzen kommen, aber ich kann Ihnen auch schon sagen, was rauskommt. Sie liegen über dem Durchschnitt, sonst würden wir uns gar nicht unterhalten. Also okay. Gut. Also, jetzt kann ich aber auch einen anderen Fragebogen nehmen. Ich kann zum Beispiel einfach sozusagen Ihre gegenwärtige, wie nennt man das, Stimmung messen. Mhm. Da gibt es einen EWL zum Beispiel, das ist ein Fragebogen, Stimmungsfragebogen, gut normiert und so weiter. Naja, wenn ich
ihnen den gebe zuallererst und frage sie, wie es ihnen geht, dann würden sie sagen, so wenn ich sie so sehe, naja, es geht ihnen ganz gut, sie sind Jo. ausgeglichen und so weiter. Aber wenn ich vorher den Intelligenzfragebogen gemacht habe, haben sie mit Sicherheit eine andere Stimmung. So, das heißt, die beiden Messungen, also die beiden observablen Stimmung und Intelligenz sind ganz offensichtlich nicht vertauschbar. Das heißt, sie sind mögliche Kandidaten, ich bin ganz vorsichtig, mögliche Kandidaten für Komplementarität. Das muss man aber immer im Einzelnen empirisch bestimmen. Also das war jetzt nur so ein Ad-hoc-Beispiel. Ja, also Das mir ist jetzt da bei der Intelligenz spontan eingefallen, Leistungsmotivation. Also man kann ja Intelligenz gar nicht unabhängig von Leistungsmotivation auch messen. Und ja. wenn man erst den Leistungsmotivationstest macht, dann ist man noch ein bisschen frischer, dann hat man wahrscheinlich einen besseren Wert. Aber wenn man den nach dem Intelligenztest macht, wenn man dann schon ein bisschen genervt ist, dann wird vielleicht das Ergebnis schlechter sein, ne? Also das. Ja, also es gibt eine große Klasse, also in den Papers, die da im Zusammenhang mit der verallgemeinerten Quantentheorie publiziert wurden, das sind so ganze Listen von potenziell komplementären Observablen aufgeführt. Ich persönlich würde zum Beispiel Folgendes sagen, aber auch das ist noch nicht jetzt empirisch erhärtet, aber ich vermute sehr stark, dass die physiologische Beschreibung unseres Gehirns, also das, was die Neurophysiologie, die Neurowissenschaften machen, sich komplementär zu der mentalen Beschreibung des Gehirns, des Bewusstseins verhalten. Das Bewusstsein und Neurophysiologie komplementär zueinander sind. Ja, Da okay. spricht vieles dafür. So. Übrigens, das sollte ich, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Heutzutage würde man nämlich die Parapsychologie eher als ein Teilgebiet der Bewusstseinswissenschaften auffassen. Und in den Ah ja, okay. Bewusstseinswissenschaften spielt es jetzt eine ganz große Rolle. Also, was ist unser Bewusstsein? Das wird man eben nicht so ohne weiteres abbilden können durch neurophysiologische Parameter. Aber natürlich hat unser Bewusstsein was mit dem Gehirn zu tun. Das ist ja vollkommen klar. Aber man kann sich das überlegen, dass die beiden Beschreibungsgrößen oder sagen wir mal große Observablen, dass sie komplementär sein könnten. Aber wie gesagt, das muss man ausprobieren. So, soweit klingt das alles noch sehr einfach, aber jetzt kommt was hinzu, was wirklich verblüffend ist. Und zwar kann man zeigen, und zwar wirklich mathematisch zeigen, dass wenn ich ein System habe, ja, jetzt wieder ein ganz allgemeines System, in dem Komplementarität auftritt, also komplementäre Observablen auftreten, dann gibt es ein erstaunliches Phänomen, was notwendigerweise auftritt, dass wenn ich eine komplementäre Observable weiter unterteilen kann, dass die dann Eigenschaften hat, die etwas merkwürdig sind. Das will ich jetzt genauer beschreiben. Also zunächst mal kann man ganz grob unterscheiden sogenannte globale Observablen. Das sind zum Beispiel neurophysiologische Größen oder meinetwegen die einzelnen Items von einem Fragebogen. Und dann kann man globale Observablen definieren. Das sind sozusagen globale Zustände, zum Beispiel vom Gehirn. Das wäre zum Beispiel das Bewusstsein, wäre eine globale Observable in Bezug auf die einzelnen physiologischen Größen oder neurochemischen Prozesse. So. Globale Observablen beziehen sich immer auf das Gesamtsystem und beschreiben Eigenschaften des Gesamtsystems, also den Zustand des Gesamtsystems. Und lokale Observablen beschreiben immer den Zustand der Details. Also es hat auch wieder was mit dem Reduktionismus zu tun. So, okay, soweit, so gut. Wenn ich jetzt ein System habe, in dem ich eine globale Observable habe, und ich weiß, dass bestimmte lokale Observablen, die ich noch weiter unterteilen kann, sich dazu komplementär verhalten, dann folgt daraus unter bestimmten Bedingungen, dass die lokalen Observablen untereinander verschränkt sind. So, das ist jetzt ein neuer Begriff. Verschränkung bedeutet, dass die einzelnen lokalen Observablen, die ich einzeln messe,
die sich jetzt wiederum komplementär zu den globalen observablen Verhalten untereinander, jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, Musterübereinstimmungen aufzeigen, die nicht direkt von räumlichen und zeitlichen Distanzen abhängen. So, berühmtes Beispiel ist natürlich dieses Einstein-Rosen-Podolsky-Experiment aus der Physik, wo man zwei Teilchen hat, die fliegen auseinander. Beide haben unterschiedliche Observablen, aber sie waren mal zusammen, sodass meinetwegen ein Gesamtimpuls gilt. Also einmal spinnen nach oben, nach unten, da gibt einen Gesamtimpuls 0. Und wenn die jetzt auseinanderfliegen, dann weiß man, dass der Spin, dass die immer gegengesetzt gerichtet sind. So. Und wenn man das jetzt misst, dann stellt man aber fest, dass die natürlich, weil das System einfach stochastisch auseinanderfliegt, vollkommen gleich verteilt sind. Also wenn ich mir jetzt die Spinverteilung an einem Ende anschaue, also ich lasse die so weit auseinanderfliegen von hier nach Amerika oder so, das hat ja Zeilinger alles gezeigt, dass das geht. Und ich schaue mir jetzt die Spinverteilung an, dann stelle ich fest, die ist vollkommen gleichförmig verteilt, also isotrop, vollkommen isotrop. Wenn ich dann nach Amerika gucke, was mein Kollege dort gemessen hat, finde ich auch eine vollkommen isotrope Verteilung. Wenn ich aber jetzt die beiden Verteilungen miteinander korreliere, dann stelle ich fest, dass egal wie ich meine Detektoren einstelle, immer gilt, wenn ich hier den Spin nach oben messe, dann ist er dort nach unten und umgekehrt. So, und zwar, jetzt wird die Sache richtig spannend. Die Frage ist, ist es von Anfang an so? Wenn die auseinanderfliegen, haben die halt so einen festen Spin und der wird halt dann da gemessen. Oder wann wird denn der Spin festgelegt? Und das sagt jetzt die Quantenphysik was ganz Merkwürdiges, nämlich die sagt, das habe ich vorhin schon mal etwas erwähnt, das ist nicht eine Eigenschaft des Systems, sondern das ist etwas, was durch die Messung erst der Zustand festgelegt wird. Also erst in dem Moment, wo ich den Spin hier messe, der guckt nach unten, kann ich mit Sicherheit sagen, in Amerika wird er nach oben schauen, aber die Entscheidung, dass der Spin hier unten ist, wird erst durch meine Messung gemacht. Und jetzt entsteht die merkwürdige Frage, ja, woher weiß denn der Spin in Amerika, dass er nach oben zeigen muss? Und dieses Design, das wurde also x-fach untersucht und da ist man sich jetzt absolut sicher, dass diese beiden Spins miteinander verschränkt sind. Das heißt, die sind nicht kausal miteinander verbunden, aber die zeigen eine Musterübereinstimmung und die ist sehr präzise und sehr genau und die kann man genau messen. So, soweit, so gut. Wenn, jetzt wird es spannend, wenn das auch für psychologische Systeme gelten sollte, dann hätten wir hier jetzt mal ganz vorsichtig eine mögliche Erklärung für Telepathie. Also wenn Mutter und Kind, ja, die eine enge Bindung haben, eine enge Beziehung zueinander, auseinandergehen und das Kind ist meinetwegen im Kindergarten und hat dort einen Unfall, dann ändert sich was dramatisch dort und die Mutter kriegt es irgendwie mit und ruft dann dort an und sagt, was ist denn los und so, ich mache mir solche Sorgen, dann wäre das ein Verschränkungsphänomen. Das ist jetzt eine Annahme, eine Hypothese erstmal, Modellannahme. Ja, das ist jetzt nicht gesagt, dass das so ist. Aber jetzt wird es spannend, das kann man testen. Man kann nämlich genau sagen, welche Eigenschaften auftreten, wenn Verschränkung vorliegt und wann Signalübertragung vorliegt. Das ist genau also jetzt für die Fachleute, das ist die Aussage des Bell'schen Theorems. Das rechnet genau aus, was ist, wenn das eine Signalübertragung ist, weil die Spins schon von Anfang an festliegen, und wann ist es, wenn es Verschränkung ist. Und die beiden Korrelationsfunktionen, die kann man messen und die sehen unterschiedlich aus. Also die Verschränkungskorrelationen sind etwas stärker als die kausalen und man kann sie eindeutig nachweisen und messen. So. Und
was ich jetzt gemacht habe, also mein Leben lang eigentlich, muss ich sagen, ich habe Experimente durchgeführt, die genau testen sollen, ob diese sogenannten paranormalen Phänomene, wie sie ja J.B. Ryan untersucht hat, ob die jetzt eher Signale sind oder eher Verschränkungszusammenhänge. Ja. Ja, meine Meinung kommt ganz klar raus. Es sind Verschränkungszusammenhänge. Und da habe ich jetzt eine experimentelle Methode entwickelt im Laufe der Jahre, also auch nicht ganz alleine, sondern im Dialog mit vielen anderen Leuten, die da auch mitgeholfen haben. Und es sieht wirklich so aus, dass diese ganzen Probleme, die bisher existiert haben, nämlich jetzt kann ich sie mal ansprechen, man hat ja der Parapsychologie immer vorgeworfen, ja, da kriegt man zwar Effekte, der J.B. Ryan hat da immer irgendwas gemessen, Ja, aber es war nicht reproduzierbar. ja. Das ist auch mein Kenntnisstand, dass das irgendwie oft das Ja, genau. Problem war. Man hat dann erst ganz gute Ergebnisse Genau, bekommen, aber das dann zu reproduzieren, war eben genau. problematisch. Ja. Und wenn es sich hierbei aber nicht um ein Signal handelt, sondern um einen Verschränkungszusammenhang, wenn das so wäre, also das ist ja eine Hypothese. Ja. Dann würde man genau sowas erwarten. Es gibt nämlich in dieser verallgemeinerten Quantentheorie ein Axiom, das nennen wir NT-Axiom, Non-Transmission-Axiom. In der Physik kann man das sogar beweisen. Das bedeutet nämlich, dass wenn ich einen Verschränkungszusammenhang habe, meinetwegen in der Psychologie oder anderswo, und ich benutze den, als wäre es ein Signal, ja, Ja, dann ja. zerstöre ich den Verschränkungszusammenhang und dann verschwindet der Effekt. Und Ah, zwar okay. auf eine Ja, ja, bestimmte ja, Art ja. und Weise, also nicht einfach nur so, sondern auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, dieses NT-Axiom sagt aus, wenn ich ein Experiment so à la J.B. Ryan mache mit Würfeln oder Karten und ich mache tausendmal das Gleiche, um so einen minimalen Effekt da statistisch herauszukitzeln, dann sagt das Modell numerisch sogar präzise voraus, dass der Effekt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit abnimmt, und zwar nach einem einfachen Gesetz mit 1 durch Wurzel n. Ja, und wenn das n sehr groß ist, dann ist der Effekt am Schluss fast weg, weil das ja gegen den Erwartungswert, asymptotisch gegen den Erwartungswert läuft. Und das hat man genau festgestellt. Also man hat dann einfach mal ist hingegangen und man hat ja die ganzen Daten und hat mal aufgeschrieben, wie hängt die Effektstärke von der Länge des Experiments ab, also Anzahl der Einzelexperimente. Da kommt ein klarer Zusammenhang raus. Es geht mit 1 durch Wurzel n den Ah, Berg interessant, ab, interessant. also Also herab. das Und heißt, das ist genau das, kann man auch bei den Ryan'schen Daten beobachten. also die naive Annahme, dass wir praktisch unsere Ergebnisse erhärten, indem wir dann die Stichproben vergrößern, das funktioniert dann da aus prinzipiellen Gründen nicht sozusagen, weil, Genau. ah, Bei interessant. einer Verschränkung nützt mir das nichts. Wenn ich ein Signal habe, dann ist es natürlich vernünftig. Bei einem Signal geht man davon aus, dass die Störungen, die auftreten, dass die sich herausmitteln, wenn ich Ja, eben viele Messungen mache. ja, Das ist auch genau. richtig. Wenn ich Sozusagen meinen wird Schreibtisch sehr genau messen will, dann werde ich nicht eine Messung machen mit dem Maßband, sondern ich werde es 10-mal messen und den Mittelwert nehmen. Und dann kann genau, ich dann ist sagen, hier ja der Mittelwert wird vermutlich dem Zustand des Tisches am ehesten entsprechen. ja. Verschränkungen haben also andere Eigenschaften und die kann man natürlich studieren. Man kann gucken, verhält sich das tatsächlich so? Und das wird jetzt sehr technisch, das lasse ich jetzt auch weg. Ich habe dann so eine Methode entwickelt, wo man sozusagen diesen Decline-Effekt, diesen Absinkungseffekt so etwas hinauszögern kann, indem man eben nicht nur eine Variable misst, also eine Observable, sondern ganz viele, damit sozusagen die Natur, also oder anders ausgedrückt, die Verschränkung die Möglichkeit hat, sich solche Zusammenhänge rauszusuchen, die noch nicht belastet sind durch so eine Messung. Also, das bedeutet, das System braucht Freiheitsgrade und wenn man das berücksichtigt, dann kann man wirklich sehen, dass der Effekt deutlicher zu sehen ist. Und da bin ich gerade dabei, Ja, das zu wunderbar. untersuchen.